Wir nehmen 2021 als HCD zum ersten Mal am Diversity Day teil. Wir machen das nicht alleine, sondern gemeinsam mit allen Dienststellen im Finanzressort. Und ich glaube, das ist ein starkes Zeichen, also sowohl in unsere Behörden hinein, aber auch nach außen in die Öffentlichkeit. Der Diversity Day ist eine Arbeitgeberinitiative, die unter der Schirmherrschaft unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel steht. Ziel der Initiative ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in den Unternehmen und Behörden des Landes zu fördern. Also wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei ist von Diskriminierung und Vorurteilen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer geschlechtlichen Orientierung und Identität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Nationalität und der ethnischen Herkunft, ihrem Alter, Behinderung oder sozialer Stellung. Vielfalt ist aber mehr als die Abwesenheit von Diskriminierung. Gerade wir als IT-Dienstleister des Landes wissen, dass vielfältige Teams kreativere Arbeitsergebnisse hervorbringen und Innovation vorantreiben. Deswegen sagen wir, wir wollen als HCD bunt sein, aber ohne braun. Wir haben uns in den letzten Jahren in der HCD viele Gedanken über unsere Arbeitskultur gemacht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte haben sich gemeinsam auf Werte geeinigt, die wir in der HCD leben wollen. Zusammenhalt, Respekt, Verantwortung, Innovation, Qualität, Mut. Damit bauen wir ein Fundament, in dem sich Vielfalt hervorragend entwickeln kann. Deswegen haben wir auch einen relativ hohen Anteil an Menschen verschiedener Nationalität und ethnischer Herkunft in der HCD. Wir legen großen Wert auf Work-Life-Balance und Zusammenarbeit mehrerer Generationen. Die Gleichstellung von Frauen bis in Führungspositionen hinein ist für uns ein strategisches Ziel und Menschen müssen sich wegen ihrer sexuellen Orientierung in der HCD nicht verstecken. Wir wollen jetzt als nächsten Schritt mit dem Diversity Management die Entwicklung und Förderung von Vielfalt weiter systematisch voranbringen, um unsere Arbeitskultur und unser Arbeitsklima noch weiter zu verbessern. Wir wollen damit aber auch ein Signal an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt geben. Wer Vielfalt schätzt, ist in der HCD als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch willkommen. Heute werde ich wie alle Dienststellenleitungen im Ressort die Charta der Vielfalt unterzeichnen. Wir werden vor unserem Dienstgebäude eine Flagge hissen mit dem Motto Flagge zeigen für Vielfalt. Auch das ist eine gemeinsame Aktion aller Dienststellen im Ressort. Mit unserer Kollegin Carla Beltran haben wir eine Botschafterin für Vielfalt gefunden, die mit dem Personalbereich der Direktion und engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammen in Zukunft viele kreative Ideen zur Förderung von Vielfalt in der HCD entwickelt wird. Und wir haben eine Workshop-Reihe gestartet mit dem Titel Unconscious Biases, unbewusste Vorurteile. In diesem Workshop wollen wir vermitteln, dass es unbewusste Stereotype gibt, die unser Verhalten gegenüber Menschen und deren Wahrnehmung steuern. Wir wollen zeigen, wie man an sich selbst diese Stereotype entdecken kann und wie man sie aufbricht, wie man sein Verhalten ändern kann. Und das ist nur der Auftakt für viele Initiativen
und Aktionen, die wir noch für die Zukunft planen.